Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Book of Unwritten Tales. Ich war gerade verwirrt, weil die Aufnahme nicht starten wollte. Ich denke, dann kloppe ich die ganze Zeit auf die Aufnahmetaste. Herzlich willkommen zurück. The Book of Unwritten Tales, ich freue mich drauf. Wir werden jetzt die Erdnüsse hier mal in dem Vogel geben. Gucken mal, wie das läuft. Ich habe ein neues Artefakt. Es ist fantastisch. Gib den Piratenpapageien die Erdnüsse, aber ich möchte dem nicht die Erdnüsse geben eigentlich. Ich möchte hier irgendwie... Warte mal, kann ich die Pfanne nehmen? Müsste ich ja können. Und dann mit den Erdnüssen kombinieren. Wie ist die Erdnüsse hier irgendwie drauf? Auch nicht. Dann hier die Erdnüsse nochmal an ihn. Aha. Wartet mal. Und dann die Pfanne darauf. Oder das Deckchen weg. Schnell das Deckchen wegnehmen. Nimm es weg. Aber das Vieh müsste es doch können. Hier ist ja die Dings. Dass ich es nehmen kann. Naja gut, dann geht das scheinbar nicht. Dann gehen wir wieder. Auf Wiedersehen. Wir müssen ja so ein paar Sachen sammeln. Kann ich vielleicht mit ihm hier reden? Was willst du? Katerkiller. Milch, Pfefferminze und Salz. Der schlimmste Albtraum eines Barkeepers. Vernichtet die Arbeit von Stunden in Sekunden. Guter Gedanke. Kein Problem. Juhu! Sag Bescheid, wenn Nate wieder nüchtern ist. Das war ja nett von dem, dass er uns einfach die Kokosnuss gegeben hat. So, die Frage ist, wenn ich die Kokosnuss, ich muss ja irgendwas machen, dass der Affe liebt, damit der Affe weg ist aus dem Barkeeper-Dings. Gucken wir nochmal nach dem Getränk, was der Affe mochte. Das stand da ja auch drin. Ja, nicht der Grog. Ich meine... Wo konnte ich denn umblättern? Ging das nicht irgendwie? Mojito. Mojito. Grog. Unsere Mary. Wodka? Achso, das sind nur Pfirsich. Ich dachte, das wären Kokosnüsse gewesen. Das ist ja doof. Bunsala Mary! Bunsala Mary! Okay. Nee, nicht Escape. Ich wollte mal gehen, hier rausgehen. Geht das nicht irgendwo? Oh, das war ganz rausgeklickt. Zurück, okay. Dann vielleicht mit der Kokosnuss den Affen. Du sollst dem Affen die Kokosnuss geben. Das ging scheinbar nicht. Mumsfatz, okay. Milch, Salz, Pfeffer, Minze, okay. Das kriegen wir bestimmt alles hier, bei ihm. Aber... Da kann man nicht so viel machen. Ja, doch.
Was willst du? Du bist dieses Vieh, Nates Kumpel, oder? Grüß Gott, was? Cooler Labor. Lass mich in Ruhe. Ich will schlafen. Netter Zeitgenosse auf jeden Fall. Das können wir ihm nicht abnehmen, das können wir ihm auch nicht abnehmen. Betrachte das Füllhorn. Das schmeckt also Saps, also salzig. Fülle Salzwasser in die Pfanne. So, jetzt haben wir schon mal Salzwasser in der Pfanne. Das heißt, wenn ich jetzt hier hochgehe und das einmal jetzt braten werde, wir sollen gar nicht den Vogel braten, wir sollen das Wasser braten, sodass wir Salz daraus kriegen. So. Und dann den Spiegel auf die Pfanne. So, das Wasser verdampft. Und zurück bleibt das Salz. Sehr, sehr gut. So. Bleibt nur noch die Frage. Was muss ich sonst machen? Hier, ich könnte ihm nochmal die Körner geben. Das ging alles scheinbar nicht. Dann landet er nämlich wieder. Müssen wir irgendwie hinkriegen, dass er weg ist. Gucken wir mal. Hier war sonst auch nichts, ne? Nee. Fangen wir ihn nochmal. Achso, er weiß nicht, was er ihn fragen soll. Zing. Zing. Ziehen wir das nochmal raus? Geht das? Ging ja letztes Mal schon nicht, aber vielleicht hat das Vieh es diesmal geschafft. Zing. Okay, bis auf Zing ist da nichts. Okay. Zerteile die Kokosnuss mit dem Schwert. Ah, okay. Takalak. Takalak. Schale mit Kokosmilch. Achso, das ist die Milch schon mal. Das heißt, ich brauche nur noch die Pfefferminze, die ich woher kriege? Was wäre ähnlich wie Pfefferminze? Lapaka. Lapaka. Ist das so, ne? Milch haben wir jetzt durch die Kokosnuss, Salz haben wir durch das Wasser. Ist nur noch die Frage, was ist die Pfefferminze? Gluck, gluck, ex. Warte mal. Wo kriegen wir Pfefferminze? Warte mal. Einmal nochmal gucken in dem Buch, wo es Pfefferminze dazu gibt. Limetten. Minze wäre beim Mojito dabei auf jeden Fall. Und nur der Mojito. Oder Mojito, wie der heißt. Mojito. Das war ja ein netter Affe. So, Glas mit Pfefferminze. Für das Salz in das Glas. Und jetzt die Milch in das Glas. Sehr gut. Und fertig ist der Killer-Kater. Ne, der Shake den Killer-Kater. Achso, ja, wir müssen ihn ja shaken.
So, Leute, warte mal. Wir müssen mal gucken, wie das aussieht. Kann ich noch zurück? Nee, schade. Ich hätte es gerne gesehen von dich da dran. Wir shaken den erstmal so. Dann werden wir ihn so shakern. Und noch ein wenig hiervon. Dann machen wir den hier. Foto. Okay. Okay, okay. Wir müssen also hier so ein bisschen Action machen. Machen wir hier vorne dann. Wir müssen einmal gucken, wir müssen erstmal den Bebop machen. Dann den Mangang, Donkadonk und Freak Out. Also zunächst war das der Bebop. Was wäre wohl der Bebop? Dann habe ich vergessen, was wir sollten. Wie finde ich das denn raus? Ach, das ist bestimmt der Bebop. Bebop. Das ist Freak Out. Foto. Bebop und Freak Out haben wir schon. Mangang und Donkadonk. Mangang und Donkadonk. Bebop. Mangang. Und Donkadonk. Und dann war das Freak Out. Foto. Bebop ist auf jeden Fall der Roboter. Ich habe noch eine andere Idee, wie wir das machen können. Dann war das Donkadonk. Der sein könnte. Dann der und dann Freak Out könnte auch der sein. Foto. Gut. Dann müssen wir mal gucken, was die anderen machen, weil da müssen wir uns die Dinger wahrscheinlich bei ihm bestellen und sehen, was er macht. Donkadonk und Freak Out sind bei Burning Mary. Bebop ist der zweite bei Grog. Donkadonk ist der erste hier bei. Also, wir machen einmal Burning Mary. Lassen wir uns nochmal machen hier. Mach mal eine Burning Mary. Unsere Mary! Er ist auf dem Boden. Dann macht er Freaky. So, und was war jetzt der Bebop? Ich habe, glaube ich, gerade gar keine Ahnung, wie ich das mache. Bebop ist auf jeden Fall hier der zweite bei Grog. Und was war das dann? Mangamang oder so? Ich muss es mir, glaube ich, aufschreiben. Also Beep. Bob. Mangang. Donk. Donk. Und Freak. Das heißt, den Donkadonk ist der auf dem Boden.
Freak Out gibt sich ja von selbst. Also den zweiten bei Grog und den ersten bei Mojito. Zeigen wir uns nochmal den Mojito. Er macht uns nochmal den Mojito hier. So, habe ich gemacht. Den saufen wir nochmal aus. Und dann war der Beep Bob, der war wo? Das war der zweite beim Grog, glaube ich, ne? Ja, genau. Das gucken wir uns auch nochmal an und dann machen wir eine kleine Pause. Wobei, ich werde es dann einmal versuchen, ob ich das auch so kann. Jetzt macht er den Grog. Sehr gut. Trinke den Grog. Das sollten wir hinkriegen, so. Erst war das der Roboter, Beep Bob. Dann ist das Manga Mank. Donka Donk. Und dann Freak Out. Wofür das so ein Zettel doch gut ist. Das ist auf jeden Fall der Killer-Kater und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play The Book of Unwritten Tales. Ich gebe mir jetzt erstmal ein paar Cocktails shakern. Bis dann. Ciao.